Wir machen weiter mit Spiel Nummer 10 am heutigen Tag. 10 von insgesamt 46 an diesem Wochenende. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften gestartet mit einer Auftaktniederlage. Der BVB verlor gegen den FC Bayern München mit 0:2. Die Wolfsburger gegen Bayer Leverkusen mit 1:2. Borussia Dortmund also auch noch ohne Torerfolg im bisherigen Turnier in den ersten 12 Minuten des Turniers. Wir sind gespannt, wie sich der Tabellenzweite der Westfalenliga jetzt schlägt gegen den Tabellenersten der Regionalliga. Ligazugehörigkeit angeht, die Wolfsburger theoretisch favorisiert. Hier haben wir schon interessante Spieler gesehen. Auffällig sicherlich der Dortmunder Kapitän mit der Nummer 8, Jonas Feddersen. Vor allen Dingen spannend aber auch der kleine Blondschopf da vorne. Das ist Fritz Fleck, der schon einige gute Aktionen hatte. So, Angriff BVB. Die erste Minute dieser Partie auch dominant durch die Borussen gestaltet. So, nächstes Duell. Starker Abschlussversuch. Dominik Kapetschny vom VfB Farbenstedt entscheidet sich auf Abstoß. Auch wenn Jonas Feddersen da gerne einen Eckball gehabt hätte. So, die Wölfe. Erste Mal in Ruhe am Ball durch den Torwart Kirilo Kadaschewi. Dann das 1:0 für die Wölfe. Yasin Cemil muss nur noch einschieben. Nach einer tollen Kombination. Leitet selber ein mit dem Doppelpass. Über die Bande sogar. Fantastisch gemacht. Cemil hier mit dem 1:0 für Wolfsburg. BVB komplett Block schon durchgetauscht. Abschlussversuch hier durch Tim Degener. Vom Tor von Aaron Held, dem Keeper des BVB. Starkes 1 gegen 1 und das Foulspiel. Tyrese Igwesi mit dem Foul. Ja, zu viel gearbeitet da oben. Les Ucha mit dem Foul. Richtig entschieden von Capucci. Sogar ein Fundstück. Matteo Erlemeyer. Du hast etwas verloren. Wir haben es gefunden. Und du kannst es hier an der Verkaufsstelle der Betreffung. Wechsel Degener auf Held. Tiefer Ball. Ach, zu weit für Len Wörsdorfer. Also BVB versucht eine Menge für Spiel zu tun. Die aktivere Mannschaft kommt aber noch nicht so richtig zielstrebig in die Abschlüsse. Vielleicht jetzt. Aber wieder ein Bein dazwischen. Jetzt aber die große Chance. Degener! Degener trifft zum Ausgleich. Erster Treffer für den PVB im Turnier. Ball noch geklärt. Allerdings in die Füße von Degener. Eine Mitnahme reicht zum Ausgleich für Dortmund. Verdient zu diesem frühen Zeitpunkt in der Partie. So
Abschlussversuch. Starke Parade von Held. Jetzt die große Möglichkeit, aber wieder Held. Ball an der Decke, Freistoß Wolfsburg. Also die Wölfe insgesamt schneller, direkter vor dem Tor. Spielen eine tolle Saison in der Regionalliga, das Maß aller Dinge. Klasse quergelegt jetzt. Joshua Buschstädter am Ball. Wieder zurückgelegt. Dortmunds erster Block auf der Platte. Buschstädter. Schussversuch, Ball geht übers Tor. Fritz Fleck übrigens, Nationalspieler, U16-Nationalspieler auf Abruf. Das heißt, stand jetzt eben kurz vor der Nominierung ins Trainingslager nach Spanien. Traditionell ja immer vor dem Freeway Cup geht es für die Auswahlmannschaft an die Costa Brava. Starker Schussversuch hier vom Keeper der Wölfe. So, Torwartwechsel beim BVB. Genau zur Hälfte der Spielzeit. Nach 6 Minuten, also der Torwarttausch. Etwas, was wir die letzten Jahre nicht gesehen haben. Oftmals in den Spielen gewechselt. Starke Aktion jetzt! Belohnt mit dem Führungstor. Jonas Feddersen, der Kapitän des BVB. Hier wunderbar die Drehung und dieser tolle Abschluss. Stark. Bock, stark. So als BVB. Jetzt aber der Ballverlust, nächste Chance für Wolfsburg. Stark pariert von Leon Herdes. Jetzt im Tor des BVB. Hier das Laufduell an der Bande. Lieb Freistoß für Dortmund. Ja, hat er gar nicht so wahrgenommen. Diego Nambia. Eckball für den BVB. Trick misslückt. Die Wölfe wieder im Angriff. Entschieden und dann der Freistoß hilft korrekt von Kapecni. So, die Bande erstmal aufgeräumt und dann geht es frisch weiter. Foul hier an Mario Bassi vom VfL Wolfsburg. So, Freistoß. Rutscht an Freund und Feind vorbei. Und dann Leon Herdes mit dem Ball. Mit schnell geht 2 gegen 1. Überzahlsituation. Das war gut gespielt. Kommt er den nochmal rüber? Kommt er nicht. Aber mehr drin aus dieser Angriffssituation. Erster Ball war sehr gut. Schöne Öffnung in den Angriff. Und jetzt die Wölfe mit der Möglichkeit. Und mit dem Tor zum 2:2. Alessandro Grimaldi. Der hat auch schon im ersten Spiel getroffen. Ausgleich. Also die Uhr wieder auf Null gestellt in dieser Partie. BVB jetzt wieder mit dem Startblock auf der Platte. Fleck ein bisschen von links nach rechts geschickt.
die Wölfe da gerade mit einem guten Aufbautempo. Intensives Duell. Freistoßentscheidung für Wolfsburg. Gute Möglichkeit jetzt für die Wölfe. Ist er nicht. Oh, langer Ball. Kriegt er den rüber auf Fleck. Eckball Dortmund. Eckball Dortmund. Jetzt die Riesenmöglichkeit und das 3:2 für Wolfsburg. Benjamin Mommerz mit dem Führungstor. Hier der Ballverlust von Maschin Chada. So, gibt es nochmal das Comeback des BVB. Anderthalb Minuten noch knapp zugehen. Eine Partie mit ganz unterschiedlichen Phasen. Immer wieder Vorteile für eine der beiden Mannschaften. Gerade haben die Wölfe die Nase vorn. Wären die ersten drei Punkte im Tableau. Der BVB in der Live-Tabelle bei 0 Punkten aus zwei Spielen. Letzte Minute läuft. Ab jetzt Netto-Spielzeit. Ist der Ball im Aus? Ist das Spiel unterbrochen? Stoppt die Uhr sofort. Es gibt Freistoß für Wolfsburg. Der BVB. Nochmal Druck aufs Tor. Bekommt sie nochmal einen strukturierten Angriff. Der nächste Ballverlust. Nächster Schussversuch. Gut pariert. Erneut von Leon Erdes. Es riecht aber nicht mehr nach dem Ausgleich. Es riecht nach dem ersten Sieg im Turnierverlauf für den VfL. Nächster Ballverlust. Große Möglichkeit jetzt zur Entscheidung. Wieder Erdes. Der hält den BVB gerade im Spiel. 6 Sekunden auf der Uhr. Schwarz-Gelb braucht den Ball. Schwarz-Gelb kommt nicht mehr richtig an den Ball. Das war's. Wolfsburg gewinnt sein erstes Spiel mit 3:2. Wir sind gleich wieder da.